Willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute habe ich euch hier einen ganzen Haufen Material mitgebracht. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, da freue ich mich riesig. Ja, mein Kanal ist noch recht klein und das wäre total klasse, wenn er ein bisschen größer würde und wenn wir uns ein bisschen mehr austauschen können. Was machen wir heute? Jede Menge Unsinn mit Papier. So. Was habe ich vor? Ich möchte gerne ein Altered Book mit euch machen. Dafür habe ich hier schon Materialien zusammengesammelt und ein bisschen was vorbereitet. Für wen ist dieses Buch? Dieses Buch ist für meine Cousine und ihre Familie. Die haben nämlich gerade das zweite Kind bekommen. Und ja, statt sagen wir, der üblichen Blumen, kleinen Kinderspielzeuge und so, dachte ich mir, für die Eltern wäre das doch ganz cool, wenn die ein Buch hätten, wo sie dann einfach ja, die Entwicklung der Kids irgendwie reinschreiben könnten. Oder irgendwelche Anekdoten oder vielleicht auch Bilder reinkleben, was auch immer damit passiert. Ich habe mich für ein Buch entschieden. So, jetzt erzähle ich euch erstmal, was ich alles zusammengesucht habe und wie ich hier vorgehen will. Es hat so einen Junk Journal Charakter, ohne dass es ein richtiges Junk Journal werden wird, weil ich mir nämlich hier Buchseiten rausgesucht habe, 120 Gramm Seiten, die habe ich schon ein bisschen zugeschnitten. Und wie ihr seht, sie sind blanko und haben einen schönen Blauton und haben nicht so richtig viel mit einem Junk Journal gemein. Ich habe vor, hier zwei Signaturen reinzubauen mit diesen Papieren. Und ja, die habe ich mir hier mit meiner Guillotine zurechtgeschnitten. Was ich daran noch machen werde, ist Ecken abrunden. Das kommt später. Die beiden Sachen lege ich schon mal beiseite. Vorbereitet habe ich zwei Signaturen mit zwei Sondercovern. Ich habe ein bisschen schön Paper Stock gefunden und habe auch die schon zurechtgeschnitten, dass diese beiden Signaturen hier in diesem Buch wohnen dürfen und diese blauen Seiten ja, covern. Hat den Sinn eines Covers, richtig. Genau, dann habe ich noch ein bisschen Papier von diesen bunten übrig, sinnvollerweise übrig. Und zwar können das hier wunderschöne Innenseiten werden. Und hier draus können Taschen oder Bellybands werden, um da einfach auch noch weitere Sachen reinzupacken. Lege ich auch erstmal zur Seite, weil erstmal braucht man natürlich das Buchcover. Ganz klarer Fall. Ich habe mir so ein richtig schönes, olles Ding geschnappt, was auch schon so fast auseinandergefallen wäre. Ihr seht auch, hier gibt es einen Wasserschaden dran, hier gibt es Flecken, es ist krumm und schief und herrlich. Genau so wollte ich das haben. Hier fliegt noch so ein kleines Label rum. Das Ding darf nachher möglicherweise mit drauf wohnen. Wo werden wir sehen? So, und was habe ich jetzt damit vor? Erstmal müssen wir das Ding hier so ein bisschen vorbereiten, um daraus ein feines Cover zu machen. Ich bereite meine Bücher immer so vor, dass ich ein Klebeband nehme aus der Apotheke. Das ist ein Verbandstape, was nicht elastisch ist. Das kriegt ihr echt in jeder Apotheke. Ich glaube, die haben drei verschiedene Breiten. Das hier müsste eine, Moment, lasst mich mal kurz schauen, 3,5 cm Breite sein. Die gibt es auch noch breiter und die gibt es auch noch in, ich glaube, 1,5 cm. Supergeil, benutze ich immer, klebt wie sonst so was und ist einfach nicht elastisch. Zieht mir hier nichts durcheinander und ist einfach fein. Ihr werdet es gleich sehen. So, was kommt außen rum ums Buch? Ich möchte wieder so ein geknülltes Cover haben. Ihr habt das bestimmt schon mal auf meinem Kanal gesehen, dass ich die Buchcover mit so einem geknüllten Seitenpapier mache. Und das Ganze dann mit einem schönen Kleber. Hier habe ich den von Funkelkram, den Junk Journal Kleber. Das Ganze dann auf dem Buchrücken fixiere. Ich habe mich diesmal dagegen entschieden, das Buch mit Gesso zu präparen vorab. Ich werde zwei Schichten von diesem Seitenpapier benutzen. Die erste Schicht werde ich benutzen, um sagen wir, die Grundlage zu machen. Dann habe ich vor, mit diesem schönen Herzchenpapier hier einmal rüber zu reißen. Also dass es quasi hier oben der Riss anfängt, hier rüber geht und dass quasi dieses Herzchenpapier sich einmal von der Buchrückseite bis zur Buchvorderseite durchzieht. Und dann werde ich eine zweite Schicht von diesem Seitenpapier noch drumherum krisseln, beziehungsweise irgendwie. Das überlege ich mir auf dem Weg, wie genau ich das wirklich mache, weil ich möchte nämlich schönes Krisselpapier haben, auch nicht nur so ein bisschen. Das heißt, eine zweite Schicht brauche ich auf jeden Fall.
ob ich das Herzchenpapier dann oben drauf packe oder das Krisselpapier dann um die Herzchen rum. Das werde ich mir auf dem Weg noch überlegen. Ja, jetzt fangen wir doch erstmal mit dem ersten Schritt vom zweiten an. Packen das Herzchenpapier zur Seite, weil das hat im ersten Schritt so gar nichts zu suchen. Auch dieses Papier wird der zweite Schritt sein. Der erste Schritt ist erstmal Buchrücken retten. Tolles Wort. Ihr seht hier, mein Klebeband hat eigentlich ziemlich genau die Breite von diesem Buchrücken. Ich kann das natürlich doppelt nehmen. Von diesem Klebeband sieht man hinterher echt nicht mehr viel. Alles, was hier so lose drin rumwuselt, darf einfach mal gehen. Der Buchrücken könnte gleich ein bisschen nackig aussehen. Halb so wild. Also man muss einfach wirklich ein bisschen gucken, dass hier nichts mehr dolle absteht, weil es könnte sich natürlich dann nochmal lösen. Ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, wenn ich hier ziehe, geht mir der ganze Rücken hier auf. Ich nehme dieses Tape jetzt einfach doppelt. Was soll der Geiz? Man sieht von dem Rücken innen hinterher relativ wenig, weil ich nämlich auch diese Innen-Paper-Stock-Tüdel-Dinger, die werde ich dann ganz, ganzen Teil über den Rand kleben. So, wichtig bei so einer Aktion, also jetzt nicht unbedingt bei dieser Rückenaktion, sondern bei einer, ich nehme ein Altered Book und baue mir das schön um, Aktion, ist, überlegt euch die Arbeitsschritte. Überlegt euch die Arbeitsschritte insofern, als dass ihr dann nicht überrascht werdet von, oh verdammt, das hätte eigentlich da drunter gemusst. Dieses, oh verdammt, das hätte eigentlich da drunter gemusst, das wird jeder, der ein bisschen öfter als einmal bastelt, bestimmt kennen. Und man findet auch immer einen tollen Weg, um es zu retten. Aber mal ehrlich, so richtig Spaß macht das nicht, oder? Also, zu retten, was man vorher eigentlich hätte in der richtigen Reihenfolge machen können, ist so eine Sache. So, jetzt haben wir hier den lustigen Spaß, dass dieses Tape, das klebt herrlich, also auch an der Schere. Ich habe hier so eine herrliche Schere mit so einer Feder. Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Tipp her habe. Aber geilster Tipp, seit langen Zeiten. Das macht total Spaß, mit so einer Schere zu schneiden, weil man sie nicht immer wieder aufziehen muss. Das ist nur so eine kleine Randnotiz. Vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, dass ihr das wunderbar kann, mal hier und mal da Informationen am Rande zu streuen. Eigentlich mit dem eigentlichen Thema des, ich mache jetzt gerade den Buchrücken fein, überhaupt nichts zu tun hat. So, wenn ich mir das hier so überlege, könnte ich fast den Buchrücken komplett einmal covern. Ich mache das gleich noch. Also dieses Tape ist auch echt nicht besonders teuer und super ergiebig. Und daher ist das nicht ganz so wild, wenn man da mal einen Streifen mehr benutzt, als man ursprünglich mal vorhatte. Von daher das Motto, was soll der Geiz. Was dieses Tape allerdings auch macht, wenn man das wirklich plain und nackig hier irgendwo drauf packt und nicht noch mit Signaturen abdeckt oder hier noch so ein Papier drüber klebt, das hat so einen ganz leichten eigenen Klebeeffekt. Das heißt also, auch wenn man drauf fasst, hat man immer so ein leichtes Klebegefühl. Man hat hinterher keinen Klebstoff oder kein Tape irgendwie in den Fingern. Aber während man es anfasst, ist es doch irgendwie so, wie soll ich sagen, irgendwie leicht griffig. Nein, was griffig. Ich finde, das ist gut. Das macht jetzt, sage ich mal, überhaupt nichts beim Basteln. Und das macht auch an den ganzen anderen Materialien überhaupt nichts. Das Einzige ist, man sollte schauen, dass man das jetzt nicht als Einziges hier auf dem Buchrücken hat und nichts darüber. Ich finde einfach, das fühlt sich an wie Tape. So. Und normaler Buchrücken hat ja herzlich wenig Tape. So, jetzt haben wir das hier soweit. Da dieses Außencover komplett überdeckt wird, mache ich mir das jetzt einfach. Und überklebe mal eben hier dieses fleckige Wesen mit dem Tape, so weit wie ich komme. Ich klebe es hier oben nicht nochmal über den Rand, weil die Innenseite darf hübsch bleiben. Weil die Innenseite, die wird tatsächlich nur hier bis zum Rand mit dem Seidenpapier beklebt. Das heißt, wenn ich jetzt hier losziehe und das hier über den Rand klebe, sieht man die innere Klebekante. Also quasi die Naht da dran. Das finde ich nicht so schick. Und dementsprechend lasse ich das. Das darf hier draußen gerne bleiben. Da wird alles überklebt. Und drin haben wir eine schöne, feine Naht. Einfach nur in der Mitte.
Und mit so einer Naht in der Mitte kann ich absolut leben. Wie gesagt, es ist und bleibt ein selbstgemachtes Buch. Es ist kein Industriebuch. Und dieses Tape veräppelt mich hier gerade und möchte nicht geschnitten werden. Ach ja. Manchmal ist es auch meditative Arbeit, sich mit einem Tape anzulegen. So, jetzt mache ich dir aber hier den Gar aus. Schwupps, jetzt geht's. So, mitten den Buchrücken treffen. Die Kanten dürfen gerne hier oben bleiben. Haben wir hier einmal dieses, was so ein bisschen kaffeefleckig, vielleicht Kaffee, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist, weil ich dieses Buch vom Flohmarkt habe. Hoffentlich kaffeefleckige, mir ein bisschen überdacht. Ob das jetzt hier diese Kante hat und da ein bisschen weniger, ist echt völlig egal. Es wird alles überklebt, man sieht hinterher von diesem hier wenig. Das dient jetzt einzig und allein der Stabilität dieses Buchrückens. So, ich meine jetzt eben einfach diese Mittelnaht hier, die ist recht gerade, die ist recht fein und dort werden dann die Signaturen drin wohnen. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen, ich schnappe mir mal eben die Cover der Signaturen. Die liegen dann hier so drinnen. Und wenn man hier zwischen den Blättern sieht man einmal die Mittelnaht, die aber sehr gerade und ordentlich ist. Von daher kann ich dann. So, liebe Leute. Ich war gerade bei der Reihenfolge. Reihenfolge. Und zwar habe ich nämlich vor, hier die beiden Innenseiten. Komm schon, komm raus aus dem Busch. Die beiden Innenseiten mit diesem Papier dann. Zu füttern, zu bedecken, aber nicht ganz an den Rand. Also ich möchte dieses Papier hier auf das Weiß mitbringen, also auf das Tape, und will draußen rum ein bisschen Rand lassen. Das heißt auch, dass ich gleich mit meinem wunderschönen Raschelpapier von außen rum gehe und dann über den Rand, dass ich hier reinkomme und hier noch die blaue Kante an dem Teil habe. So, also das ist mein Maß. Das kommt hier nach innen als ja, quasi Buchrücken. Das lege ich mir jetzt erstmal beiseite. Und jetzt wird's lustig. Jetzt wird's laut und kriselig. Mein Tape räume ich jetzt mal weg, damit das hier nicht mit in den Klebstoff gerät. So, einmal den Junk Journal Kleber, den brauchen wir. Und ich weiß nicht, nein, ich trinke es nicht. Ich habe davon schon ziemlich viel verbraucht. Das Tolle ist, der stinkt halt überhaupt nicht. Also stinkt im Sinne von, man kriegt Kopfschmerzen, Lösungsmittel in die Birne. Das ist sehr angenehm, dass man einfach wirklich hier weiter basteln kann, ohne irgendwann beschwipst zu sein. So. Wir nehmen mal den ersten Streich. Dieses Papier ist ziemlich groß. Also ich habe mal so einen ganzen Superschwung von diesem Papier gekauft. Wir werden jetzt nicht für dieses Cover dieses Riesenpapier brauchen. Also auf jeden Fall nicht im ersten Schritt. Im zweiten kann es gut sein. Also bevor ich jetzt knister, rede ich erstmal zu Ende. Im ersten Schritt knülle ich das zwar ein bisschen und klebe es dann auf, aber es ist so minimal geknüllt. Einfach um für eine Grundlage zu sorgen. Im zweiten Schritt werde ich sehr viel Geknülltes aufbringen. Da kann es gut sein, dass ich mir noch eine große Seite davon hole und nicht nur eine halbe. So, jetzt einmal Ohren zu und losgeknistert. Jetzt ist das hier auch völlig Schnuppe, ob das hier eingerissen ist oder keine Ahnung, hier ein Knick hat oder was auch immer. Ich benutze das jetzt hier, um das erste zu bedecken. Wenn ich das allerdings so glatt machen würde, damit immer noch was durchsehen. Deswegen Ohren zu die zweite. Das hier meine Cover-Grundlage. Also je mehr geknüllt, je mehr kriselig, desto mehr abgedeckt, was drunter war. Eigentlich logisch, oder? So, und jetzt werde ich es aber auch so machen, dass überall noch so ein bisschen übersteht. Ich habe ja gerade schon gezeigt, dass ich diese Karten dann innen reinkleben möchte. Das heißt, ich muss überall so ein bisschen Luft lassen, dass ich das Geknüllte auch noch innen dann über den Rand ziehen kann. Fangen wir erstmal an. Geknüllt es zur Seite. Pinsel her.
schnappen uns mal den wunderfeinen Pinsel hier. Ich habe die immer in einem Glas mit Wasser stehen. Das heißt, ich kann meine Klebstoffpinsel jederzeit benutzen. Kurz abtupfen, damit das hier nicht zu nass wird, weil sonst habe ich doch wieder einen Buchrücken, der sich so ein bisschen verwirft oder ähnliches. Das macht dann nicht so Spaß. So, und dann mit dem Klebstoff satt drauf. Ganz satt einfach wirklich einstreichen bis zur Kante. Ich habe hier immer so eine wechselnde Unterlage. Also wenn die durch ist, ihr seht es ja manchmal, dass sie sich von der Form verändert oder dass andere Kritzeleien drauf sind. Erstmal brauche ich das natürlich zum Filmen, weil ihr wisst, wenn irgendwas glänzt und ihr schaut auf eine glänzende Oberfläche, wo jemand was tut, das ist echt unangenehm. Als zweites brauche ich das natürlich auch, um meine blaue Unterlage hier vor Klebstoff zu bewahren. Weil was ich nicht möchte, ist, hier meine Unterlage ständig einzusauen und ständig irgendwie sauber machen zu müssen. Ich habe schon geschafft, da den falschen Kleber drauf zu schmieren und mir damit irgendwie so eine Linie zu versauen. Ich möchte diese Unterlage gerne noch behalten. So, also zwei Fliegen mit einer Klappe, eine matte Unterlage und auch ein Kleberschutz. So, kurz geparkt. Ja, jetzt machen wir Teil 1. Wir fangen jetzt erstmal hier in diese Ecke an und lassen hier, ich will zwei Finger breit, lasse ich auf jeden Fall Luft an der Seite. Hier habe ich sogar ein bisschen mehr Luft gelassen und hole das erstmal hier rüber. Und ihr seht, ich habe hier dieses ganz Kruselige gelassen. Ne? Nicht so dolle, nur so ein bisschen. Und jetzt ziehe ich mir das hier so ein bisschen hoch, drücke mir das ein bisschen an. Immer schön auf die Kanten achten, dass ich das auch noch rüberholen kann, um auf der Rückseite dann den Überschlag, sage ich mal, den Umschlag oder wie auch immer ihr es nennen wollt, dann hinzubekommen. Jetzt habe ich das mit dem ersten Teil festgeklebt. Umgeblättert. Jetzt fliegt mir hier gerade meine zweite Hälfte Papier vom Tisch. Ja, das kann schon mal passieren in einem wilden Bastelhaushalt. Ne? Da fällt einem auch schon mal das Papier vom Schreibtisch. So, das Schöne an dem Klebstoff hier ist wirklich, ihr könnt es auf jedes Material beamen. Das heißt auch auf diesem Apothekentape oder Verbandstape hält der Kleber wunderbar. Man braucht ein bisschen mehr, einfach wenn man eine Stoffunterseite oder Stoffuntergrund hat oder macht. Da braucht man ein bisschen mehr von dem Kleber, weil er sich wirklich ja, gut damit verbindet. Das tut ja alles nichts. Im Endeffekt habt ihr hier eine Menge Kleber für annehmbares Geld. Also ja, man braucht, also wenn man ein komplettes Junk Journal macht mit ganz viel Sachen drin, verbrauche ich auch ungefähr so einen ganzen Pott davon. Ja, also wenn man da alle möglichen Taschen und Hintergründe und Gedönsrad macht und gerade auch bei diesen Covern, die mit dem Seitenpapier sind, da haue ich so einen ganzen Pott durch. Aber im Endeffekt hält es dann auch. Also nichts ist schlimmer, oder der Horror des Junk Journalisten, nichts ist schlimmer als Seiten, die sich lösen, Paper Tricks, die auseinanderfallen. Ja, wenn ihr ein Junk Journal verkauft oder was und jemand sagt, dann ja, es ist ganz nett, aber es ist mir auseinandergefallen. Oh Gott, ich möchte das nicht erleben. Weiß nicht, ist euch das schon mal passiert, dass ihr, keine Ahnung, mit Kleber gespart, ist vielleicht übertrieben, aber vorsichtig mit Kleber umgegangen seid und hinterher habt ihr von dem beschenkten oder auch vielleicht von einem verkauften Junk Journal die Rückmeldung bekommen, du, ist irgendwie auseinandergefallen. Nein, das möchte ich nicht. Ich glaube, ich hab sogar schon davon geträumt. Bis jetzt habe ich sehr viele Bücher verschenkt. Noch nicht so viele verkauft. So ein paar, aber noch nicht viel. Bis jetzt war alles gut. Und ich glaube auch, dadurch, dass ich da echt einen Horror vorhab, mir möge ein Buch auseinanderfallen, bin ich sehr vorsichtig und ich hoffe auch, dass es mir deswegen nicht passiert. Also ich kenne das, wenn man so ein Szenario im Kopf durchspielt und dann sagt, oh mein Gott, bitte nicht, bitte lasst mir das nicht passieren. Dann achtet man noch umso mehr drauf, dass man alles vernünftig macht und dass die Sachen auch halten. Und es hat ja im Endeffekt hat ja keiner was davon. Wenn ich jetzt mit Kleber sparen würde,
und das dann meinem Cousinchen schenken. Und sie stellt nach einem halben Jahr fest, oh, mein Cover löst sich, was macht sie denn? Also gut, sie hat es nicht gekauft, sie hat es geschenkt bekommen. Dann packt sie es wahrscheinlich in die Ecke und sagt, ja, war ein ganz netter Versuch meiner Cousine. Super, hat auch nicht geklappt. Jemand, der so ein Buch gekauft hat und das fällt auseinander nach einem halben Jahr, vielleicht mit mehr oder weniger Benutzung, der würde sich, ja, entweder würde er nicht wieder was bei euch kaufen oder der würde sich an euch wenden und sagen, hier, lieber Schatzi, Kunsthandwerker, Papercrafter, Junkjournalist, war zwar ganz nett, was du mir da verkauft hast, hat aber nicht richtig funktioniert oder hat nicht richtig gehalten. Das heißt, ihr seid dann in einer peinlichen Situation, dass ihr euer Kunstwerk nachbessern müsst oder einen Kunden oder Weiterempfehler verloren habt, vergrault habt, ja, oder euch irgendwas anderes ausdenken müsst. Ist doch doof. Von daher lieber gute Materialien nehmen. Ja. Ich meine auch so vom Papier, es muss nicht immer das feinste Papier sein, weil die Sachen, die ihr macht, müssen halten. Wenn sie nicht halten, ist irgendjemand angeschmiert. Entweder ihr selber oder der das gekauft oder geschenkt bekommen hat. So. Jetzt seht ihr schon mal das erste Ergebnis. Die erste untere Schicht, die darf platt sein wie Flunder, auch wenn sie diese Krissel hat. Ziehe ich mir hier richtig platt und fein. Gott, ich hoffe, man hört mich noch hier bei den Geknistern. Also die ziehe ich mir hier platt und fein. Die zweite Schicht später, die wird dann ein bisschen aufregender. So, jetzt seht ihr hier einen Ausschnitt, beziehungsweise das, was übersteht. Das hole ich jetzt hier gleich rein und ich schneide mir hier unten das Überschüssige einmal ab, weil mir das so viel ist. Und ich überlege jetzt gerade tatsächlich, ob ich die Mitte, also hier auch das reinhole. Könnte ich eigentlich. Ja, mal was anderes, sonst schneide ich das immer sehr akkurat ab, damit es nicht in die Mitte kommt. Aber hier kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Ich probiere es einfach mal aus, man soll ja auch mal was Neues machen, ne? So, schnippel du. Ich weiß, ich liebe Seidenpapier. Ich liebe das sowieso, Papier zu knüllen. Möglicherweise kommt das noch aus Schulzeiten. Ich glaube, da habe ich nicht immer das richtige Papier geknüllt. Ich mag auch mal das falsche. So, wie viel oder wenig oder ob die Kanten jetzt gleich sind, ist in diesem Schritt eigentlich echt egal, weil ihr ja sowieso die Innenseiten noch reinholt. Also, was heißt reinholt? Also, ja, dieses wunderschöne Ankerpapier kommt dann da drüber. Und da ist es egal, wie weit diese Seite hier oder wie weit das Seitenpapier reinschwappt oder nicht. Ihr müsst das sowieso ein bisschen über Kante kleben. Und ob ihr jetzt das viel über Kante klebt oder ein bisschen über Kante klebt, ist wirklich herzlich wurscht. So, was hier Sinn macht, ist die Ecken. Die ziehe ich mir immer so ein bisschen wohlwollend ein. Das heißt, ich hole das Ding jetzt hier rüber. Und das hier gehe ich auch. Ihr seht das, den Winkel. Ich gehe nicht senkrecht zu der Kante, beziehungsweise verlängere nicht diese Linie, sondern gehe ein bisschen drüber, dass man ein klein wenig mehr Material darüber hat. So, da fällt mir gerade noch ein, ich könnte auch noch Buchecken hier an das Herzchen machen. Das würde bestimmt auch total gut mit diesem Label aussehen. Aber das werde ich dann noch holen. Da müsst ihr mich nicht bei begleiten, in die Tiefen meiner Schubladen abzusteigen. Wobei es möglicherweise auch interessant sein könnte, wer weiß. Ja, so. Ecke Nummer 3, schwuppdiwupps. Und hier habe ich irgendwie so ein bisschen rumgefuscht beim Reißen. Das tut auch nichts. Muss ja eh abschneiden. Fusch am Bau. Zack. Vier Ecken ab. Und jetzt wird fröhlich weitergeklebt. Wie gesagt, wenn ihr hier ein Innencover noch reinsetzt und dann auch noch, wie ich jetzt gerade überlegt habe, vorhabt, da Ecken reinzusetzen, dann müsst ihr nicht mega ordentlich arbeiten. Ich weiß, manch einer kriegt die Krise, wenn er mich hier so rumpaddeln sieht mit dem Klebstoff. Aber da würde ich echt sagen, Mut zum Rumpanschen. Man sieht es hinterher nicht. Und ich finde, Rumpanschen macht Spaß.
Mein Mann kriegt immer die Krise, wenn ich sage, man sieht das doch hinterher nicht. Eher bei so Werkzeug, ne? Also wenn man jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, irgendwas baut oder sowas. Ich sage dann so, mein Gott, wenn ich jetzt das so und so zurechtschraube oder da anschraube oder dort einen Dübel reinpacke und der ist halt ein bisschen schief, dann ist der halt ein bisschen schief. Man sieht das ja eh nicht. Dann kriegt er immer eine halbe Krise. Das ist so eine Handwerkerehre oder sowas, ich weiß es nicht. Ich habe sowas nicht. Ich bin da pragmatisch. Hauptsache es hält. Jetzt wird wahrscheinlich manch einer von euch den Kopf schütteln und sagen, um Gottes Willen, du kannst die Sachen auch ordentlich machen. Ja, kann ich. Habe ich manchmal keinen Bock zu. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was abstehen. Besser ist immer, wenn das unter dem Dingens dann, also unter dem Über, ja, ihr wisst schon hier, unter dem hier glatt ist und nicht absteht. So, vielleicht sollte ich mir angewöhnen, Videos zu drehen, wenn ich keine Sprachfindungsstörung habe. Das habe ich heute schon aus dem Arbeitstag mitgebracht. Das Thema Sprachfindungsstörung. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach darunter leiden. Und wer keine Lust hat, mir zuzuhören, dann macht sich einfach Musik an, guckt mir zu und freut sich des Lebens, dass er vielleicht gerade nicht, er oder sie, nicht basteln muss. Ich finde das übrigens auch total entspannt, anderen Leuten beim Craften zuzusehen. Also wenn ich jetzt irgendwie hier abends am Rechner sitze und nebenbei so ein Bastelvideo sehe, boah, super entspannt. Was mich allerdings ein bisschen stresst, ist, wenn ich nebenbei das auch mitbastel. Das heißt, ich suche mir die Materialien zusammen. Das habe ich auch schon mal bei Glücksknoten versucht. Also was heißt versucht? Ich habe es auch geschafft, aber ich musste das Video tatsächlich mehrfach zwischendurch anhalten und nochmal zurück und sagen, wie war das jetzt? Wo hat sie denn jetzt gefaltet? Wie funktioniert das? Das ist dann schon ein bisschen nervenaufreibend irgendwie. Gerade wenn man möchte, dass es hinterher genauso aussieht wie das, was man gesehen hat. Gut, tut das ungefähr nie, aber wenigstens hat man kurzfristig einen Anspruch, was doch vielleicht klappen könnte. So, hier noch kleiner Trick. Wenn ihr so einen Umschlag hier oder was überschlagt, dann nehmt erstmal die Kante und zieht die hier so Stück für Stück rüber. Das habe ich oben teilweise ein bisschen verdeckt gemacht, teilweise gar nicht. Wenn ihr so was Knuddeliges habt, könnt ihr das natürlich auch hier nach innen rein knuddeln. Wie gesagt, man sieht davon nur noch die Kante hinterher. Nur die sollte wenigstens ordentlich und nicht puffig sein. Also nicht, dass hier irgendwie was rausbauscht. So. Wichtig ist, dass das Buch sich hinterher auch noch hier knicken lässt. Das heißt, diese Bewegung muss funktionieren. Hier kommt gerade so diese Assoziation von diesen OP-Kappen. Die Ärzte tragen immer diese sterilen Kappen, dass sie keine Haare und Co. auf den Patienten verlieren. Alles schön steril ist. Irgendwie sieht dieses Blau so ein bisschen danach aus. Gott, oh Gott, diese Assoziation hier. Na gut. Das wird hinterher eh ganz anders aussehen. Und das sieht sowieso auch immer ganz anders aus als das, was man sich vorgestellt hat. Das finde ich durchaus spannend und inspirierend. Oder ich freue mich sogar darüber, dass es das ganz anders ist als das, was ich wollte, und ich finde es trotzdem cool. Und freue mich dann einfach des Lebens, dass es funktioniert hat. Oder dass etwas funktioniert hat. Es hat dann nicht so funktioniert, wie ich wollte, aber es hat irgendwie funktioniert. Dieser Kleber ist super, der trocknet nämlich klar. Das heißt, ihr seht von dem Kleber hinterher nichts, außer ein bisschen glänzende Stellen. Auch hier bin ich jetzt echt großzügig mit dem Zeug, weil mir ist es ehrlich gesagt egal, wenn es hinterher ein bisschen glänzt. Ich werde vermutlich noch meinen Gilding Wax zücken und mit dem Gilding Wax hier noch ein paar Glanzelemente draufsetzen oder Glitzerkram. Jetzt habe ich mittlerweile doch ein paar Farben. Vermute mal, das hier, sag mal, ist Junge. Ne? Also deswegen würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt rosa nehmen. Also geht auch. Und das ist möglicherweise für manch einen ein bisschen gewagt. Das heißt, ich würde mich jetzt hier auf das Klassische stürzen, entweder so ein Türkis oder Silber nehmen. Hier steht mir jetzt ein bisschen was ab. Das sollte eigentlich nicht dahin. Das kürze ich mir ein Stückchen. So, also sollte ich das vergessen. Aha, erinnert mich mal dran. Gilding Wax, yay. Genau, Silber oder Türkis. Also schwarz wäre mir jetzt hier zu dunkel oder Anthrazit habe ich ja noch. Das wäre mir hier tatsächlich zu dunkel. Und ich vermute, dass so ein Bronzeton nicht unbedingt zu meinem Blau passen könnte.
Aber da mache ich mir am besten, oder mache ich mir oft und auch diesmal wieder am besten eine kleine Probe von. Das heißt, ich knüttel mir hier einfach so ein Stückchen Restpapier. Hier habe ich noch so ein bisschen was. Und dieses Knüttelchen, das färbe ich mir dann einmal mit einem Streifen im Gilding Wax. Und dann weiß ich auch, wie die Farben sich zueinander verhalten. Es könnte ja einfach auch sein, dass das total abgefahren aussieht und ich kann mir das einfach nur noch nicht vorstellen. Dementsprechend nicht gleich Reste wegschmeißen, wegdonnern. Dann nehmt euch tatsächlich die Zeit und ja, guckt euch mal die nächsten Möglichkeiten an, wie zum Beispiel das Gilding Wax. So, jetzt haben wir gleich den ersten Rutsch unseres Covers beisammen. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, wenn ich das jetzt hier fertig habe. Also man kann direkt weiterarbeiten. Frau auch, Junk Journal auch. Man kann direkt weiterarbeiten und auch übereinander kleben. Das heißt, ich könnte auch, wenn ich jetzt Bock hätte, ne, darüber denke ich mich gerade nach, wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich auch die zweite und dritte Schicht, die ich jetzt hier für das Cover brauche, schon direkt drüber packen. So, bei der zweiten oder dritten Schicht, da überlege ich jetzt nämlich einfach bei diesem Herzchenpapier, was ich euch gerade gezeigt habe, reiße ich mir das zuerst zu. Klebe es jetzt hier drauf und knüttel den Rest drumherum. Oder knüttel ich das blaue Papier komplett über die ganze Oberfläche, also da kommt hier noch eine zweite Schicht drauf, und nehme dann erst das Herzchenpapier dran. Ist auch eine Variante. Oder mögliche drei, die ich jetzt noch nicht kenne. So, jetzt haben wir einmal unser Buch. Ich weiß jetzt mittlerweile nicht mal mehr, wo oben und unten ist. Ist auch echt egal. Doch, jetzt man sieht das ein ganz bisschen noch durch. Deswegen kommt hier eine dicke, fette Knüttelschicht noch drüber. So. So sieht das aus bei der ersten, sag mal, Rohfassung des Geknüttelten. Belassen wir es erstmal bei der Rohfassung. Ich suche mir noch ein, zwei Materialien zusammen und dann bin ich gleich wieder da für euch. So, weiter geht's im Text. Ihr habt bestimmt festgestellt, dass sich an dem Bild hier was geändert hat. Einmal habe ich das Papier wieder vom Boden aufgehoben. Und dann habe ich hier meine drei möglichen Gilding Wax Sorten mir geschnappt. So, was ich als erstes mache, ist das hier zu reißen. Ja, schneiden ist irgendwie der falsche Begriff. Hier zu reißen und hier jetzt gleich einmal drauf zu kleben, damit das ein bisschen trocknen kann. Und euch danach das Thema mit dem Gilding Wax zu zeigen. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Mein Mod Podge darf einmal dafür herhalten, damit ich das jetzt hier nicht gleich auf meine Unterlage klebe. Und das will ich hier rüber haben. Und zwar versuche ich das jetzt hier komplett über den Rücken mal zu reißen. Also ich möchte hier oben anfangen in der Ecke. Wichtig ist beim Reißen, die Kante, die ihr schön haben wollt, die reißt ihr nach unten. Ist jetzt ehrlich gesagt bei mir hier ziemlich wurscht, pup egal, weil ich nämlich entschieden habe, dass ich die zweite Schicht des Knüttelten hier über den Rand packe. Das heißt, aktuell ist das total wurscht, ob dieser Rand hübsch ist oder nicht. So. Und ob dieses Papier hier geknüllt ist oder nicht, ist auch relativ egal. Wobei, wenn ich es mir so recht überlege, könnte ich es auch einfach mit Absicht knüllen. Wird aufgehoben. Jetzt haben wir hier die Kante kommt von oben, geht nach unten und geht hier rüber. Ihr seht's. So wird es dann werden. Na, ich muss mal gucken, dass ich hier die Knickkante mit reinbekommen. Und jetzt könnte ich natürlich von hier unten, wenn das hier die in Anführungszeichen ausgefüllte Ecke sein soll, fange ich jetzt an, hier nach oben zu reißen. Ja, jetzt ist das Rechtshänderproblem an der Stelle. Ich drehe euch das mal um und seht ihr Herzchen auf dem Kopf. Ich glaube, gibt Schlimmeres.
unser Wert ist, ich mal so ein bisschen auf Papier. Manche Kreiskanten werden nicht so schön, wie man sich das vorstellt. So, jetzt werden sie zwar etwas anders, aber egal. Ich möchte, dass das da oben hängt. Ich möchte, dass das hier unten ist. Und ich habe auch... Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich das so geil finde. Ich glaube nicht. Gehe jetzt hier noch mal so ein bisschen auf Veränderung. Wie ist das in meinem Handwerk? Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ich glaube, ich möchte das hier tatsächlich drüber haben, über die Ecke. Und da lasse ich das so ein bisschen auslaufen. Dann muss ich das aber anders auslaufen lassen. Okay. Ja, ist schön, ihr kriegt meine ganzen Überlegungen hier mit. Sollte euch das nerven, ganz ehrlich, stellt euch Musik an. Ich kann es nicht ändern. Oh nein, ich werde es nicht ändern. Ich kann das natürlich ändern, indem ich euch ganz schlaue und tolle Sachen erzähle. Aber das habe ich gerade gar nicht vor. Also mein Plan ist, euch mit zum Basteln zu nehmen, dann müsst ihr euch auch meine komischen Gedanken, die ich dann laut ausspreche, anstatt sie leise von mir zu denken, müsst ihr euch die einfach mal antun. So. Also wenn ich hier wirklich den dicken, also ich lasse es gleich hier einmal über die Ecke rüberkleben und dann schneide ich es von außen ein bisschen ab. Das macht Sinn. So. Also die Seite gefällt mir hier total, die hier oben noch nicht. Und zwar ab hier gefällt sie mir noch nicht. Jetzt hat sich mein Rechner hier im Hintergrund in Sleep verabschiedet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu dunkel, weil tatsächlich meine beiden Bildschirme ein bisschen Licht mit abgegeben haben. So, wenn ich das hier rüberziehe, dass er hinten ausläuft, ja, so gefällt mir das. Das gefällt mir. Sehr schön. Kann ich sogar noch fast ein bisschen höher machen. Ja. So, in diesem Fall würde ich allerdings nicht den Kleber hier drauf schmieren, sondern hier drauf. Das nehme ich mir einmal. Ich mache mir jetzt erstmal nur so einen Streifen in die Mitte, wo ich einen breiten Streifen, aber so die Feinheiten, die, da hole ich mir das Papier dann einfach nochmal ein bisschen hoch und gehe mit dem Pinsel dann drunter. Hier, liebes Buch, so bei Fuß. Jetzt ist es wichtig, dass ihr hier genau mal diese Naht mit trefft. Ja, es ist darunter ein bisschen rubbelig. Es kommt von dem Papier darunter. Völlig fein, völlig gut, finde ich prima und tut nichts. Hier müsst ihr diese, sag mal, Knickrillen, da gibt es garantiert einen Fachausdruck für, den ich nicht kenne. Müsst ihr diese Knickrillen des Buches mit beachten, damit das Buch sich noch falten lässt. Oder was heißt falten, also? Ne? Zuschlagen. Nennen wir es einfach zuschlagen. Ich glaube, das ist das korrekte deutsche Wort dafür. So. Also hier noch ein bisschen in die Kanten rein. Hier ein bisschen lang ziehen. Ich glaube, das gefällt mir. Ist ja eigentlich, wie oft man am Tag, ich glaube, sagt, das ist schon ein bisschen schräg. So, an dieser Stelle gehe ich tatsächlich jetzt hier aufs Buch, weil ich das bis zur Kante klebe.
Hier unten. Jetzt versuche ich immer hier unter die Papierkante zu kommen. Sinnvoll und gut. Dadurch, dass wir gleich noch was rüberkleben, ne, da kommt dann gleich noch die nächste Schicht des Cover-Aufbaus, der Faschenaufbaus, so dick wie das ist, drauf. Dadurch ist es auch nicht ganz so wichtig, ob ihr da sehr ordentlich klebt oder nicht ganz so ordentlich. Es sollte schon so sein, dass es jetzt einmal keine Riesenblasen alleine wirft. Aber wenn das hier so ist, wie es jetzt hier ist, das ganze Cover ist, sag mal, in dieser knuddeligen Optik, knuddelig finde ich mal gut, ist das völlig in Ordnung. Sollte nur nicht einfach irgendwelche, ja, Wellen werfen, wo dann ganz viel Luft drunter ist, wo dann auch kein weiteres Papier drüber geklebt ist oder ähnliches. Das sieht echt ein bisschen komisch aus. Dementsprechend versucht, sag ich mal, komische Wellen mit zu viel Luft zu vermeiden. Aber mit so ein bisschen Luft und Wellen kann man absolut leben. Weil es ist einfach wirklich so ein Knuddelbuch. Und das Schöne daran ist dann noch, es ist hinterher dann auch super mega robust. Also wenn ich hiermit fertig bin, wenn ich damit fertig bin, wenn ich damit fertig gecraftet habe und das Ganze versiegelt habe, ich weiß nicht, ich vermute mal sogar, das Cover könnte man mit in die Badewanne nehmen. Ich habe es nicht ausprobiert, ne? Macht das vielleicht besser nicht. Aber, also selbst wenn man da jetzt irgendwie mal ein Glas umkippt und das Cover kriegt was ab, das ist so versiegelt. Da rührt sich nicht mehr. Allerdings die Seiten, die drinnen sind, also die Signaturen, die sind ein bisschen empfindlicher. Zu Recht, die sind ja auch aus ganz normalem Papier. Und die werde ich nicht extra versiegeln oder irgendwas. Man möchte ja schließlich noch drauf schreiben oder irgendwas kleben. Die zu versiegeln macht keinen Sinn. Wenn man jetzt hier beim ersten Cover so eine Falte sieht, die ja wunderbar ihre Daseinsberechtigung hat, sollte man sie aber trotzdem festkleben. Sonst könnte sie möglicherweise bei der zweiten Schicht ein bisschen rumnerven. So, jetzt haben wir unser Buch schon einmal eine Runde gedreht. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Seite. Ich weiß nicht, da gibt es garantiert irgendeine richtig mega coole Technik. Mag sein. Ich bin der MacGyver des Klebens hier. Und ja, ich habe jetzt gerade auch ein bisschen auf den Umschlag gesaut. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist ja nur die untere Schicht. Das ist ja nicht die letzte Schicht. Entsprechend ein bisschen rumsauen. Völlig fein. So. Noch was Schönes an diesem Kleber. Der ist nicht sofort pappenfest. Also wenn man davon ganz, ganz wenig nimmt, dann ist er schon ziemlich schnell, ziemlich fest. Aber wenn man den jetzt einfach so üppig, wie ich das jetzt benutze hier, macht, Finger angeklebt, dann verzeiht er einem auch, wenn man nochmal so ein bisschen rumrückt und rumdrückt und rumschiebt, das kann er durchaus ab. Da ist der sehr, sehr genügsam, sage ich mal, oder sehr, ja, was auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Man kann ihn noch verändern. So. Kann ich alles irgendwie tolles Fremdfarb bekommen. Jetzt habe ich erstmal schön den schönen Streifen. Der schöne Streifen ist auch das, was hinterher sichtbar ist, bleibt. Da kommt die dicke Knuddelschicht Papier drumherum. Was ich mir eben noch besorgt habe, sind diese kleinen Buchecken. Die werde ich nachher nämlich auch noch mit einbauen. Die lege ich mir jetzt einmal zu meinem Labelhalter dazu. So, jetzt muss ich einmal fix auf die Uhr gucken. Einmal fix auf die Uhr gucken, wie lang dieses Video denn werden könnte. Ja, ich glaube, die Gilding Wax Aktion, die kriegen wir noch hin. Packen jetzt erstmal das Cover hier zum Trocknen weg. Meine Mod Podge Rolle darf da gerne mitwirken. Das Papier sollte ja nicht an der Nähe sein. So, jetzt einmal Pinsel gerettet, Kleber zu,
Die nächste Klebesession kommt bestimmt und das auch nicht in allzu ferner Zukunft. Ich denke mal, wenn ich nachher wieder reinkomme, dann wird das Cover so trocken sein, dass wir hier weitermachen können. So, nun haben wir hier Knödel die Duo Nummer 1. Ein bisschen blaues Papier, schön geknuddelt. Ups. Das zweite genauso. Das dritte ist ein bisschen kleiner, aber ich glaube, das macht auch keinen Unterschied. Hey, hier ist mein Bildschirm wieder angegangen. Der zweite auch. Wie von Zauberhand. So. Wir haben drei Stück. Ich nehme jetzt dafür drei verschiedene Finger, um dieses Gilding Wax auf die Papiere zu verteilen. Und habe ein bisschen Kleber an den Fingern. So, ich fange mal mit meinem Silber an. So, erstmal, jetzt ist leider kein Geruchsvideo, also es riecht total lecker nach Orange. Ich glaube sogar nach Blutorange. Könnte allerdings Einbildung sein, weil ich Blutorange sehr, sehr gerne mag. Noch lieber als Orange selbst. So, also, ihr seht, so würde das Silber aussehen. Auf dem Blau. Finger Nummer 1 versaut. Wozu gibt es denn hier diese Schmuddeltücher? Jetzt haben wir Bronze. Schön, dass ich den Deckel vom Blau mit dem Bronze anschmuddel. So, jetzt kommen wir hier mit dem mal so ein bisschen rüber. Muss ich sagen, das gefällt mir tatsächlich echt ganz gut. Zumal, wenn ich mir jetzt mein Cover wieder schnappe, das auch mit den Herzchen harmoniert irgendwie. Auf jeden Fall mit dem Orangeton der Herzchen. Kann ich mir gut vorstellen. Silber kann ich mir nicht auch ganz gut vorstellen. Schmuddeltuch her damit. Habe ich noch meine Dose eingeschmiert. Zack. Wie war das? Jutta sagt immer, sie ist eine Wut. Ich glaube, ich auch. Ja, Türkis hätten wir jetzt als nächstes. Und gucken wir mal, wie das hier ist. Das ist tatsächlich scheinbar, entweder habe ich zu wenig genommen, oder es geht ein bisschen unter auf dem Blau. Also es verursacht auf jeden Fall einen schönen Schimmer. Es würde auch zu dem Herzchen passen. Tja. Die Frage der Fragen. Welche Verschönerung nehmen? Also Silber ist klar, ist ein Dauerbrenner, es gibt immer. Bronze ist etwas spezieller. Passt allerdings, und jetzt glaube ich, habe ich meine Entscheidung ein bisschen untermauert, oder meine Entscheidung, meine mögliche, das Bronze passt auch ganz gut zu diesem antikfarbenen. Man kann die Metallteile auch so ein ganz bisschen mit Bronze noch antatschen, dann bekommen sie diesen Schimmer genauso, und wenn das Zeug trocken ist, dann hält das auch auf Metall. Das heißt, wenn man das hier kombiniert, also das Bronze mit dem Blau und den Vintage-Ecken, ich glaube, dann habe ich meinen Favoriten hier an dieser Stelle gefunden. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Oder wenn ihr das genauso seht und mich bekräftigen wollt. Herrlich gerne. Im Endeffekt wird das aber an dem Ergebnis nichts ändern. Ich werde Bronze benutzen, weil ich nämlich direkt heute Abend das Video weiterdrehe und wahrscheinlich nicht so schnell beim Hochladen bin. Trotzdem interessiert mich, ob ihr es anders gemacht hättet. Und keine Ahnung, ob euch, ja, das kalte Gruseln kommt, wenn ich da jetzt Bronze drauf hau. Mein Vater würde jetzt sagen, der Knurche, der Blindenhund. Ich weiß nicht, für mich nicht, für mich knurrt er nicht. Vielleicht knurrt er ja für euch. Ich bin mal sehr gespannt, von euch zu lesen. Freue mich über Kommentare und ja, über neue Abonnenten sowieso. Herzlich gerne, ihr seid eingeladen. Hier kommen noch mehr von solchen Videos und das hier war erst der Anfang mit diesem kleinen Buch. Ich verabschiede mich für den Moment und bis zum nächsten Mal in diesem Kino.